Servus zusammen, hier ist Moritz von appdate.de. Wir wollen uns kurz mal das S3 Mini und das iPhone 5 anschauen und etwas vergleichen. Beide Geräte verfügen über ein 4 Zoll Display. Das S3 Mini ist dagegen etwas in die Breite gezogen und das iPhone 5 ist etwas in die Länge gezogen, wie ihr seht. Daher ist das iPhone 5 auch insgesamt höher als das Galaxy S3 Mini. Ansonsten, das S3 Mini verfügt über ein Kunststoffgehäuse und das iPhone 5 über ein Aluminiumgehäuse. Trotzdem liegt das Samsung Galaxy S3 Mini sehr gut in der Hand, dadurch, dass die Kanten abgerundet sind. Ansonsten, wenn man von der Dicke her, man sieht, also das iPhone 5 ist um einiges dünner als das S3 Mini. Ansonsten ist auch das, wenn wir hier den Größenvergleich machen, das iPhone 5 ist vielleicht einen halben Zentimeter höher als das S3 Mini. Beide Geräte verfügen über einen Dual-Core mit 1 GHz Prozessor und fühlen sich beide sehr flüssig an. Gut, das war es erstmal von dem schnellen Vergleich. Bis dann. Ciao.